Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von King's Quest 8. Und wir spielen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wie es halt immer so der Fall ist. Denn ich habe gemerkt, so schlecht ist das Spiel gar nicht. Es krankt an der Steuerung, es krankt an vielen Stellen, aber eigentlich ist es recht gut. Und ich möchte an der Stelle weiterspielen. Wir waren beim letzten Mal hier hängen geblieben, wir kamen hier nicht weiter und wir müssen natürlich, wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen. Ja? Ich habe mal ganz kurz die nächsten 2-3 Stufen gelesen und wir werden einfach mit den Leuten reden. Entschuldigen Sie die Belästigung, guter Zauberer. Können Sie mir noch einmal meine Aufgabe schildern? Du, Bursche, bist dafür auserwählt, die heilige Aufgabe zu erfüllen. Ach so. Die restlichen Teile der Maske der Ewigkeit zu finden. Und danach die Maske an ihren hochheiligen Ort zurückzubringen. Jawohl. Danke, Herr. Ich Idiot. Wir haben noch nicht die Sache gemacht. So ein angeblich soll es hier noch ein FPS, also ein Frames per Second Fix geben. Aber den habe ich in der Eile des Gefechts jetzt hier nicht so schnell gefunden. Und der Speicherpunkt, den wir hier haben, das war der, wir sind hier noch gar nicht drin gewesen. Wir müssen hier einmal rein. Achtung, und zwar jetzt. Und wie wir ja mitkriegen, wir haben hier keinen Schaden. Sie ging direkt durch. Finsteres Monster. Das war weder Fleisch noch Blut. Was nun? Genau, Rabe, was? Du schaust mich an. Oh. Warum? War das beim letzten Mal auch so? Das war doch beim letzten Mal nicht so. Weil das war doch der Hinweis letztendlich, den ich brauchte. Und zwar, der Rabe gehört ja zu dem alten Zauberer. Namen Volli. Und das ist das, was ich beim letzten Mal nicht machen konnte oder gemacht habe und nicht rausgefunden habe, weil ich einfach mal blöd war und nicht so weit vorausschauend geguckt habe. Das war einfach mal mit dem zu Halbstein gewordenen Magier hier sprechen. Guter Zauberer, ich flehe Sie an, helfen Sie mir. Ich habe das Tor zu der Dimension des Todes entdeckt, aber beim Betreten ist mir eine gemeine Kreatur der Dunkelheit begegnet. Genau. Die Dimension des Todes. Man sagt, ein ungeheuerlicher Schattenfluch bewacht die Torschwelle, welcher mit keiner Waffe geschlagen werden kann. Er kann nur durch die Möglichkeiten der magischen Illumination vertrieben werden. Aber wo kann man solche finden? Ich kann einen magischen Illuminationszauber bereiten, Bursche. Geh los. Bringe mir eine Flamme von einem heiligen Ort, den Ring eines toten Helden und die Asche einer Fackel. Jawohl, Zauberer, das werde ich machen. Okay. Das ist gut, dass wir wissen, denn die Dings haben wir schon. Schauen Sie, ich habe eine heilige Flamme aus der Kirche erworben. Gute Arbeit, Bursche. Und jetzt wissen wir zumindest, was wir tun sollen. Und es gab nämlich noch ein paar Türen, die wir gar nicht aufgekriegt haben. Und die heißt es erstmal wieder finden. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sind jetzt hier. Wir laufen einfach mal. Also es gibt ein paar Türen, die sind zu. Was wären es diesmal für Socken? So, hier nicht. So, eins war geklöppelt, ne? Ein Tor. Das da. So, und das können wir bestimmt mit unserer Waffe, die wir haben, hier aufmachen, weil das ist ja jetzt nicht mehr der Dolch. Sehr gut.
Was haben wir denn hier? Kriegen wir hier vielleicht die Asche? Hier haben wir nichts. Halt, warte mal, da war eine Schriftrolle. Was ist das? Minecraft-Socke? Ach, Cobblestone. Ich dachte, du machst einen Creeper oder so. Da haben wir nichts. Wir haben ja haufenweise Säfte und Tränke und ich weiß gar nicht, was die machen. Das war hier nur für Krams, okay. Da musste man wieder ein Bild veröffentlichen. Mal gucken. Also so ein paar Creeper-Socken wären ja auch nicht schlecht, ne? So, warte mal, wo waren der... Wo sind wir denn jetzt? Hier hoch, wir müssen nach rechts, nach oben. An dem Schloss vorbei. Denn oben... Da können wir meines Erachtens auch durch. So, hier lang. Warte mal, liegt doch Geld. Jetzt nicht mehr. So, und da ist der Typ, der Geist. Oder was ist das? Süße, da lag noch was. So. Komm her. Aha. Und, Socken, gucken wir mal schnell. Klick, klick. Sieht aber ein bisschen aus wie Schuppen, oder? Oben, die blau-grünlichen. Als hätte man so einen Schuppenpanzer. Was? Das ist doch nicht hässlich. Kriegsfest ist doch super. Also zumindest so schlecht war es ja gar nicht, finde ich. Dieser Sarkophag muss zu dem Geist gehören. Ja, dann mach auf. Dieser Sarkophag muss zu dem Geist gehören. So, dann nehmen wir mal was Sie mir, großer Ritter, aber ich werde Ihren Ring brauchen, um mein Ziel zu erreichen. Ach, die Synchro ist so klasse. Achso, übrigens, Namkipo. Die Synchro ist super. Aber ich habe vorletzten Mal, habe ich das mal angespielt, eine Stunde lang, und blieb dann irgendwann hängen. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. So, die Frage ist, wie komme ich hier an der Stelle eigentlich weiter? Wir haben diese Hebel hier bewegt. Na, die hier sowieso nicht. Also das Spiel ist einigermaßen brauchbar. Also kann man nicht meckern. So, hier fehlt ein Schlüssel. Die Tür ist gut versperrt. Ja... Den habe ich aber noch nicht gefunden, den Schlüssel. Und ich brauche noch Asche. Oh, hier war der Zweihebel. Hier waren ja zwei. Achso, ich glaube, die machen hier nur die Fallspucke hier an den Seiten. Dass sie nicht schießen. Dass die dich schießen, ne? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Au, 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 au. Die laufen wir alle. Au. Also die beiden liefen nicht. Okay. Halt, da liegt ja noch was rum. Ich hab hier nicht mal alles eingesammelt. Was ist das denn? Noch irgendwas? Nö.
Oder aber die sind nur durch die Dinge hier kodiert, gesperrt. Die Tür ist gut versperrt. Okay, jetzt schießen sie definitiv nicht. Das hätten wir gelöst. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da durchkomme. Ich brauche noch einen Schlüssel. Wo könnte ich denn einen Schlüssel herkriegen? Ist doch keiner mehr da. Ich habe den Ring. Aber ich könnte mit dem Geist noch sprechen. Warte mal. Herr Ritter, ich habe das Tor zu der Dimension des Todes gefunden. Aber unglücklicherweise bewacht es eine gemeine Kreatur der Finsternis. Wissen Sie, wie man sie besiegt? Der Fluch des Schattens und des Todes besteht nicht aus Elementen. Ich weiß es nicht. Gut, der war eine super Hilfe. Was könnten wir denn machen? Also der Zauberer, der halb Stein, halb lebendig Zauberer hat gesagt, wir brauchen die heilige Flamme, das haben wir ihm schon gegeben. Wir haben den Ring, das ist der hier oben. Und wir brauchen... Das ist leider in der Zeit, glaube ich, fast immer typisch gewesen, ne? Dass die Synchronisation sehr gelitten hat. Das war stellenweise bei Wing Commander genauso. Wo man dann denkt so, oha, wer ist denn da? Lasst uns mal gucken. Oh, ne? Aber zum Glück ist dann später weitaus mehr Qualität da in die ganze Sache reingelegt worden. Also ich habe mal kurz Ausschnitt aus dem englischen Original gehört. Die ist sehr gut. Also qualitativ ist die sehr hochwertig. Und man darf ja auch nicht vergessen, sowas kostet Geld. Also man muss dann stellenweise wirklich sich hinsetzen und einfach mal gegenrechnen, ob man überhaupt das im Gegenwert wieder reinbekommt. Es ist nun halt immer noch, ne, Kapitalismus pur. Darf man nicht vergessen. So, hier waren wir drin, da waren wir oben. Ich suche echt, wir brauchen noch Asche brauchen wir noch. Die Frage ist bloß, wo kriege ich die her? Ohne jetzt Ewigkeiten lange zu suchen. Warte mal, wir reden mal kurz nochmal mit dem Magier. Entschuldigen Sie, guter Zauberer, aber kann ich noch einmal nach den Dingen fragen, welche ich bekommen und ihnen zurückbringen muss? Du hast mir die heilige Flamme gegeben. Suche jetzt nach einem Ring eines toten Helden und nach der Asche einer Fackel. Danke, das werde ich, Herr. Asche einer Fackel sollte ja funktionieren. Zauberer, ich habe einen Ring von einem längst verstorbenen heldenhaften Ritter errungen. Ja, das ist gut, Bursche. Das ist gut, Bursche. Speichern. Quicksave gibt's ja in der Form nicht. Und es ist ein Sierra-Spiel, dürfen wir nicht vergessen. So, wir brauchen von einer längst erloschenen Fackel. Wo könnten wir denn eine längst erloschene Fackel... Eigentlich fast überall, wo dunkel ist, ne? Ich guck mal kurz hier rein. Ansonsten hätte ich gesagt, im Schloss... Das können wir nicht ausmachen, ne? Okay, dann gehen wir nochmal zum Schloss. Mit so einem Supersprung. So, das Schloss ist, glaube ich, in die Richtung, ne? Ne, nach oben ist es. Was ich halt noch nicht weiß, ist, wie man den First-Person-View hier aktiviert. Wahrscheinlich... Achso, warte mal. Um in dritter Person kann man so behalten... F2. Aha. Naja. Wie sieht das im Kampf aus? Ach, hör auf. Guck mal, wir springen auch anders. Oh. Okay. Gut zu wissen. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder orientieren. Wir müssen nach oben. Das ist ja... Er ist angenehmer zum Gucken, ja, aber...
wir springen in nicht First Person weitaus besser. Obwohl, nee, wir springen genauso. Ja, durch das Kamera bewegen, ne, weil man immer die Kamera aus der dritten Perspektive, hier rechte Maustaste muss man gedrückt halten, kann dann nach links. Jetzt kann ich zum Beispiel nach oben und unten gucken mit der rechten Maustaste hoch und runter ziehen. Aber so fehlt natürlich auch die Rundumsicht, die man hier weitaus besser hat. So, und hier hast du rechte Maustaste gedrückt halten, hoch und runter, also mit der Maus bewegen, ist halt das Zoom. Ne? Der Rest ist wirklich... Es geht eigentlich. Wenn man jetzt die Maus nicht weiter anfasst, funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Aber man hat halt das Übersichtsproblem. So, mal gucken, ob wir hier eine schon erloschene Fackel oder so finden. Nee. Und die Bewegung halt vom Charakter ist immer absolut, ne? Nicht Kamera relativ, sondern absolut. Oh, danke. Warte mal, da liegt noch was. Nee, das war die Faust. Nur eine Fackel. Da oben ist irgendwas dran. Da oben? Ah, Geld. So, hier ist aber auch keine Fackel. Das ist nicht gut. Nicht runterfallen, das tut weh. Was haben wir hier? Auch nichts. Tja, was machen wir denn jetzt? Wo kriege ich eine Fackel her? Kriege ich hier eine Fackel her? Nein. Da wäre eine Fackel, aber die ist nicht erloschen. Muss ich die ausschlagen? Nee. Nabend. Ich glaube, ich muss mal nachgucken, wo ich die dämliche Fackel finde. Dem Vieh haben wir auch noch nicht geholfen. Also es sagt zumindest, dass es ein Einhorn sei, aber es sieht bei weitem nicht wie ein Einhorn aus. So, ich gehe mal hier kurz... Obwohl, hier könnte vielleicht eine Fackel drin sein, weil hier musste ich ja... Hier was drin? Nein. Haben wir nicht? Warum nicht? Haben wir drüben irgendwas? Nee. Nein. Nada. Hm.